immer schön, euch zu sehen, bei euch zu sein. Unsere liebe Freunde hinten auch, Mirko. Sehr schön, dass ihr dabei seid heute. Was hält ihr für die Einigkeit in Christus, die wir haben? Wie erfährt ihr Einigkeit? Wie würdet ihr bewerten die Einigkeit, die wir in Christus haben, weltweit? Was habt ihr für Verstand für, wir sind eins in Christus, wie er eins mit dem Vater ist? Und wisst ihr, dass Jesus schon mal für uns, nicht nur für seine Jüngern, aber auch für uns gebetet hat? Wisst ihr das? Johannes 17. Bitte bleibt dabei. Lass uns den ganzen Kapitel lesen, wo Jesus ein ganzes Gebet hier gemacht hat. Und lass uns hören, was unser Herr zum Vater gebetet hat. Johannes 40. Johannes 17. Vielleicht könnte ein Bruder für uns ablesen. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast,
denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Amen. Erstens, das ist der letzte Vers da, 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und das ist die erste Frage. Hauptsächlich, haben wir Jesus? Kennen wir Jesus? Und das ist oft eine sehr gute Frage, die wir stellen können, wenn wir mit anderen sind, die denken, dass sie gläubig sind. Sie haben sie für gläubig. Und du sagst, bist du gläubig? Ja, ich bin, aber nicht so, wie der versteht oder wie der es versteht. Ich habe meine eigene Art von Glaube. Und dann stellst du die Frage, kennst du Jesus? Und dann merkt man, ob man gläubig ist oder nicht. Der Mensch freut sich, ja, ich kenne ihn. Oder was meinst du damit? Oder einfach, nein, ich kenne ihn nicht. Ich hatte ein sehr ehrliches Gespräch mit der Hebamme vor 2 Wochen in unserer Wohnung, wo ich diese Fragen gestellt habe. Und sie hat sehr ehrlich geantwortet, nein, ich kenne ihn nicht. Und dann habe ich gefragt, weißt du überhaupt, was das Evangelium ist? Nein, nicht wirklich. Sie ist in der Kirche aufgewachsen, in einer Landeskirche, geht immer noch so Oster, Weihnachten zur Kirche, ist eine Art gläubig, glaubt ja, es gibt einen Gott und glaubt schon, dass es Wahrheit in der Bibel gibt und so, aber so wirklich auf die Stelle gesetzt mit den Fragen und darüber zu überlegen, kenne ich ihn, bin ich in der Wahrheit, hat sie nie so richtig mit jemandem darüber gesprochen. Und ich habe gesehen, wo der Herz dabei war im Gespräch und ihr Herz so geöffnet hat, eine Offenheit da war, anzunehmen, was der Herr da in dem Moment machen wollte. Und das ist eine die schönste Sache, die wir erleben können auf der Erde, wenn wir daran teilnehmen, was der Herr macht in den Leben von anderen, wo sie auch den Herrn begegnen und sehen, wie herrlich er ist. Und ich danke der Herr sehr herzlich mit vollem Herzen für das Gespräch. Es hat sie zu überlegen gebracht. Aber das ist die Frage erstens, kennen wir Jesus? Und ich hoffe, dass jeder Einzelne hier heute Ja sagen kann. Ich kenne Jesus. Ich verstehe, dass er für mich gestorben ist. Ich gebe zu, ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche einen Retter. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist, dass er meine Sünde, die Strafe für meine Sünde bezahlt hat, dass er am Kreuz gegangen ist, deswegen, dass er gestorben ist und am 3. Tag auferstanden ist. Dass es eine Auferstehung gibt. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser Glauben vergeblich. Glaube ich, dass es eine Auferstehung gibt und ist das meine Hoffnung. Ich hoffe, dass jeder Einzelne hier das sagen kann mit Freude, dass wir im Herrn sind. Amen. Aber was heißt es, eins mit Jesus zu sein? Eins mit dem Vater, wie Jesus eins mit dem Vater ist. Wie sind wir eins? Ihr habt gesehen, Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Puh, vielleicht denken wir haben versagt oder das Gebet hat versagt, wir schauen umherum und wir denken, wo gibt es Einigkeit im Christentum? Es gibt so viel Streit, so viele, wo wir nicht die Versen gleich auslegen, wo wir nicht Gottesdienst genau wie die anderen feiern. Es gibt so viele Unterschiedlichkeiten. Was hat er gemeint? Sind wir eins? Haben wir versagt? Ich glaube, schon in diesem Gebet sehen wir ein paar Punkte, was er gemeint hat mit Einigkeit. Wir sehen in Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir sollen eins in der Heiligkeit sein. Eins, indem wir
ausgesondert sind von der Welt. In dem Sinne sollten wir eins sein. Wir gehören nicht der Welt, wir gehören komplett Gott. Das ist Heiligkeit. Wir gehören Gott. Und das ist auch, was Jesus gemeint hat, Vers 19, wo er sagte, ich heilige mich selbst für sie. Er sondert sich selbst aus am Kreuz. Er sondert sich selbst aus für den Herrn, sodass wir versöhnt mit dem Herrn sein könnten. Und so ist mit dem Wort heilig gemeint. Wir sind schon ein heiliges Volk und wir sind in der Wahrheit. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Wenn wir Jesus kennen, dann kennen wir die Wahrheit. Wir haben das gemeinsam als Christen. Jeder Einzelne, der an ihn glaubt, hat diese Wahrheit. Und was haben wir empfangen, als wir an ihn geglaubt haben? Den Heiligen Geist, Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht an sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Wir haben den Geist der Wahrheit. Und dann fragen wir uns, aber wenn wir den Geist der Wahrheit haben, warum gibt es so viele unterschiedliche Glauben, Ideen, Verständnisse unter echte Gläubigen? Warum sind wir nicht so einig mit jedem einzelnen Punkt? Und dann sehen wir, dass Wahrheit, Erkenntnis auch Stückwerk ist. Es ist nicht ganz vollkommen. Du fängst an im Glauben. Und es gibt eine Kernwahrheit, die wir alle im Christus haben müssen. Was sie gerade gesagt haben mit Jesus, was er am Kreuz getan hat, das muss da sein, um Einigkeit miteinander zu haben. Wenn jemand sagt, Jesus nicht der Herr ist, wie ein Zeuge Jehova, dann haben wir keine Einigkeit mit ihm. Er glaubt nicht richtig an den Herrn. Oder ein Mormone, der glaubt, dass am Ende alle ein Gott sein könnte. Es gibt nur einen Gott. Amen. Und so, dann sehen wir bei manchen Themen, es gibt keine Einigkeit, weil sie nicht an den Fundament geglaubt haben. Aber wo jemand an das Fundament geglaubt hat, wo man wirklich Jesus angenommen hat, ist er in Christus. Verstehen wir das alles, dass es eine unsichtbare Kirche gibt auf der Welt, eine unsichtbare, wo der Heilige Geist in Menschen lebt. Und die Frage ist, bin ich drin oder draus? Es gibt nicht dieses, ich bin ein bisschen gläubig oder ich bin voll gläubig. Ich bin entweder gläubig oder nicht. Ich habe den Heiligen Geist oder nicht. Ich bin in ihm oder nicht. Diese unsichtbare Kirche. Dann ist die Frage, inwiefern dementsprechend lebe ich? Ja, und dann, das trennt natürlich die Gemeinschaft, wenn jemand in Sünde lebt, dann trennt er sich selber von der Gemeinschaft, weil er wehrt gegen den Geist Gottes. Und dann können wir alle so manchmal den Geist unterdrücken vielleicht sogar, wo wir, der Geist leitet uns, aber wir verlassen uns auf unser Verstand und wir unterdrücken den Geist Gottes. Unser Verstand denkt so und der Geist sagt, eigentlich ist es nicht, hör zu, geh nicht so weit. Wir sagen, aber ja, so sehe ich es, so verstehe ich, so habe ich es ausgelegt. Ja, aber das ist deine Gedanken. Das kommt nicht von mir. Und das zu unterscheiden. Darum haben wir so viel Streit im Christentum. Weil jeder versucht mit guter Absicht, viele versuchen mit guten Absichten, die Schrift richtig auszulegen. Und trotzdem kommen wir nicht alle zu demselben Ergebnis. Und wir müssen uns demütig halten, vom Geist geleitet lassen und auch okay damit zu sagen, ich habe es noch nicht verstanden. Das finde ich schwierig. Ich gebe zu mit einem Punkt hier, ich werde mein Bestes geben, es richtig auszulegen, aber 22, schau mal an, auch wo wir Einheit haben sollen, in die Herrlichkeit Gottes. 22, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Jesus sagte, ich habe schon ihnen, schon seinen Jüngern, die Herrlichkeit gegeben. Und wir denken, was meint er damit? Wie haben sie schon diese Herrlichkeit bekommen? Lass uns 2. Korinther 3 anschauen. Vielleicht ist das eine Hilfe für das Antwort.
2. Korinther 3, 18. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Das heißt, wir fangen schon an mit einer Herrlichkeit und wir wachsen in Herrlichkeit, bis wir mit ihm im Himmel vereint sind, bis wir auferstehen. Wir verwandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vielleicht hat Jesus so gemeint in 22, dass indem sie das Wort der Wahrheit angenommen haben, haben sie schon angefangen, die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Haben sie schon angefangen, seine Herrlichkeit zu bekommen, weil sie das Wort der Wahrheit angenommen haben und nach ihm gelebt haben. So, wir sehen Einigkeit in der Heiligung, Einigkeit in der Herrlichkeit, Einigkeit auch in der Liebe, dass er in jedem von uns ist. Er ist die Liebe. Wir haben Einigkeit in seiner Liebe. Auch Einigkeit in dem Auftrag, in der Mission Gottes, seine Mission, Menschen zu retten, sich zu verherrlichen. Wir nehmen daran teil, dass Gott auf der Erde verherrlicht wird und dass Menschen an ihn glauben. In dem Sinne haben wir auch eine Einigkeit. Dieselbe Mission haben wir alle in Christus. Und das siehst du da. Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Dass Jesus auch uns in die Welt schickt, genauso wie der Vater ihn in die Welt schickt. Dann haben wir auch eine Einigkeit. Wir sind auf derselben Mission. Bitte schlage auf Epheser Kapitel 4. Wir haben einen sehr guten Überblick von der Ganze, von Apostel Paulus da, in Epheser Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in euch allen ist. Vers 11. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Herren und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander hinreichen, tun nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Wir haben einen ganzen Überblick jetzt, was Jesus gemeint hat mit dieser Einigkeit. Hauptsache Geist. Wir haben alle denselben Geist. Und was steht da in Vers 4 und schon in Vers 3? Und sei bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Und da versagen wir oft untereinander. Diesen Band
dieses Band des Geistes, dieses Band des Friedens im Geist zu behalten. Ich erinnere mich an eine Gruppe, wir waren eine Men's-Gruppe, es war eine große Gemeinde, wahrscheinlich kamen 1000 oder so Menschen durch die Gemeinde jeden Sonntag. Dann haben wir so eine Gruppe von Menschen zusammengesetzt, 10 Männer oder so, wo sie dann verantwortlich waren, wie können wir so einen Männerdienst in der Gemeinde machen? Wie können wir so den Männern in der Gemeinde dienen, sodass sie wachsen im Glauben und so? Und ich wurde eingeladen, daran teilzunehmen, dabei zu helfen. Und es war so auf meinem Herzen, unser Ziel soll es sein, Menschen zusammenzubringen, dass sie zusammen beten. Wir schauen immer so horizontal aufeinander. Immer so. Und ja, lass uns das zusammen machen, lass uns, vielleicht schauen wir das dann zusammen. Wir machen, alles ist eher so auf dieser Menschenebene. Wir brauchen mehr, dass wir einfach Menschen zeigen, wie sie zusammenkommen können und auf den Herrn schauen können, wo wir mehr Zeit im Gebet miteinander verbringen können. So war es auf meinem Herzen. Wurde nichts so von den anderen angenommen. Es war eher so bei ihnen der Wunsch, dass wir einfach Veranstaltungen so planen und so. Und ich habe bemerkt, und auch was für eine Art Veranstaltung war bei mir nicht so in Ordnung. Es ging ein bisschen zu weit. Und ich sah, okay, entweder bleibst du in dieser Gruppe und du stiftst Unruhe, oder du lass sie so, wie sie sind, du trittst zurück und lass es. Und ich habe klar vom Herrn so bekommen, trete zurück einfach, mach kein Ding daraus. Und so habe ich gemacht. Und in dem Sinne, ich sehe auf beiden Seiten hier, sie hätten dieses Band der Frieden so behalten können, indem sie nicht eine Veranstaltung geplant haben, was eigentlich einem Bruder in der Gruppe keinen Frieden damit hatte. Und das ist ein Beispiel, warum würden wir unsere Brüder so auf die Probe stellen, wo wir merken, bei diesem Bruder ist diese Veranstaltung zu weit. Dann lassen wir diese Veranstaltung. Es gibt andere Sachen, die wir machen können, wo jeder sagen kann, ist okay. Das hat damit zu tun, dieses Band der Frieden, dass wir merken, okay, irgendwie, ich habe gedacht, es ist okay, dies zu tun, aber dieser Bruder sagt, ich habe wirklich keinen Frieden im Herrn, das zu machen. Das ist zu weltlich. Ja? Ein Casino-Abend mit der Gemeinde, du bringst Casino in Verbindung mit Gemeinde, das geht mir ein bisschen zu weit aus, lass uns bitte das nicht tun. Aber die anderen sagen, ja, das ist zu streng und so. Nein, lieber, okay, du hast deine Freiheit, aber du merkst, meine Freiheit irgendwie mit seiner Freiheit nicht in Einklang kommt. Dann besser, dass wir es lassen. Und dann auf meiner Seite, als ich gesehen habe, das wurde nicht angenommen, dann auch auf meiner Seite besser, dass ich hier keine Unruhe verursache. Und ich lasse es einfach. Ein Beispiel dazu. Ein anderes Beispiel. Persönliche Beziehungen mit anderen, die nicht zu dieser Gemeinde gehören. Oder vielleicht sogar nicht zu einer Art Gemeinde, die wir hier haben. Die sind irgendwas für eine Kirche oder so, wo du selbst nicht so gerne dahin gehen würdest. Nicht, weil sie überhaupt nicht gläubig sind, aber weil sie Sachen so tun oder so, wo du denkst, ich kann es nicht so wirklich damit machen. Lieber nicht. Ja? Ich habe einen Freund in Stuttgart, er ist Amerikaner auch, habe ihn durch die Arbeit kennengelernt und habe erfahren, dass er gläubig ist, ist Katholiker. Aber ist wirklich im Glauben, würde ich sagen. Er gläubt richtig, er hat den Heiligen Geist, so bin ich überzeugt. Wir können gute Gemeinschaft miteinander haben. Das bedeutet nicht, dass ich alles zustimmen, was er glaubt. Und das gibt auch Raum dafür, wo wir über die Sachen reden können und so in Diskussion miteinander kommen können. Aber ich sehe schon da, wo, wenn ich ihn direkt verurteile, würde ich eigentlich verhindern die Arbeit, die Gott da machen will. Weil in dieser Beziehung sehe ich schon, wie er wächst im Glauben, wie er Gott mehr vertraut. Und auch habe ich mehrmals schon Zugang zu seiner Familie und mit seiner Tochter, die so 40 ist oder so, und schon schlechte Erfahrungen mit anderen in der katholischen Kirche hat, habe ich schon Zugang zu ihr, wo ich ihr so wirklich darstellen kann, das war Evangelium. Und so man sieht, lasst uns nicht zu schnell sein, anderen zu verurteilen, wenn sie noch nicht so weit im Glauben sind, wie vielleicht wir sind. Das sehen wir auch in dieser Stelle, in Kapitel 4, Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig sind. Und schon ein Vers vorher, 13,
bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen. Das fordert viel Geduld von uns. Wir müssen mit anderen umgehen, die noch nicht alles sehen, wie wir es sehen. Und wir müssen auch offen zugeben, vielleicht habe ich nicht alles so richtig erkannt. Vielleicht gibt es Sachen, die ich denke, das ist komplett das Richtige, aber habe was verpasst. Und ich meine nicht, dass wir überhaupt keine Überzeugung haben dürfen. Wir müssen von Sachen überzeugt sein. Ich habe meine Überzeugung. Ich bin überzeugt, dass es ein 1000-jähriges Reich geben wird auf der Erde von Jesus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dort die Schrift nicht davon bringen kann. Ich kenne die Schriften, ich kenne, was da steht, und ich bin völlig überzeugt, dass der Herr, wenn er zurückkommt, wird er in Zion herrschen. Und das ist, wenn du sagst, dass du das nicht glaubst, ich kann Geduld damit haben. Ich habe Freunde an der FDH. Das ist ein schöner Ort, wo man wirklich diese Sache in der Praxis sieht, wo Menschen Einigkeit miteinander haben, sogar wenn sie nicht alles genau so sehen wie die anderen. Es ist ein schöner Ort, wo man diese Einheit in Christus sieht. Und ich habe Freunde, wo einer glaubt nicht an das 1000-jährige Reich. Er denkt, dass wir schon drin sind. Und wir können ständig darüber streiten oder wir können darauf achten, wo haben wir Einigkeit eigentlich in Christus. Weil er ein lieber Bruder ist. Er liebt den Herrn. Er versucht heilig zu leben. Er bringt anderen auch bei, den Herrn zu lieben, an das Evangelium zu glauben. Es gibt immer einen Punkt, wo vielleicht man nicht so genau es sieht wie der andere, aber lass uns vom Herrn geleitet werden. Wenn es ist endlich dran, über dieses Thema zu reden, wenn es ist dran, überhaupt eine Sache daraus zu machen und wenn es ist dran, einfach Geduld auszuüben und mit den anderen Sachen zu beschäftigen, die vielleicht eher dran sind in dem Leben der anderen. Ich denke auch an, wir kommen auch zu einem, so wir sehen schon, wo eine Schwierigkeit, diese Einheit zu haben, ist die Erkenntnis, wie wir Sachen verstehen, wie wir die Bibel verstehen. Das ist schon ein Grund, warum wir sehr viel auseinander voneinander kommen können. Ja? Zweiter Grund, dann mit der Arbeit. Wir haben schon gesagt, wir haben alle diesen Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, Jesus zu verherrlichen. Und manchmal sehen wir nicht genauso, wie das erfüllt werden sollte. Was ich schon beschrieben habe in dieser Gemeinde, wo sie wollten das für eine Veranstaltung machen, ich hatte keinen Frieden damit, dann sieht man schon, wo die Sache in die Praxis auseinanderkommt. Es gibt ein gutes Beispiel in Apostelgeschichte 15. Er kennt die Stelle wahrscheinlich, wo Paulus und Barnabas eher so auseinandergegangen sind. Sie konnten nicht darüber einstimmen, ob Markus mitkommen soll oder nicht. Paulus sagte, er hat schon uns einmal verlassen, ich vertraue ihm nicht, er wird wieder uns verlassen, bitte bring ihn nicht mit, aber Barnabas war davon überzeugt, wir sollen ihn mitbringen. Wir können diese Stelle auf mehrere Weise anschauen. Vielleicht sagt man, ja, Paulus war unrecht da, Barnabas war gnädiger, er hatte recht. Oder wir können auch einfach sagen, vielleicht war es einfach der Wille des Herrn in diesem Fall, dass sie auf zwei verschiedenen Wegen geht. Und deswegen hat er Paulus keinen Frieden damit gegeben, dass er Markus mitbringt. Kann auch eine Auslegung sein, dass der Herr wollte es einfach eigentlich, dass sie in zwei verschiedene Richtungen geht. Und so hat er es zugelassen. Aber da sehen wir zwei Menschen, Barnabas und Paulus. Die beiden haben den Herrn mit ganzem Herzen geliebt, waren Werkzeuge des Herrn in so einer Zeit. Und trotzdem waren sie nicht einig darüber, wie gehen wir hier weiter. Ich glaube nicht, dass sie auseinandergegangen sind als Feinde. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie auseinandergegangen sind, okay, du machst das, ich mache das, der Herr sei mit dir. Ich glaube, so sind sie auseinandergegangen. Und wir sehen das später, wenn du die anderen Briefe anschaust, du siehst, dass später Paulus Markus wieder aufgenommen hat. Dass Markus sich als treu bewiesen hat und später von Paulus angenommen wurde. Aber das ist eine Schwierigkeit, der wir begegnen hier, auch in unserer Gemeinde. Ja, ihr hört wahrscheinlich von Gemeinden, die sich trennen, weil manche denken, wir sollten diese Stühle haben, die anderen denken, nein, diese Stühle. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wo wir uns trennen können. Aber hoffentlich lassen wir das nicht zu. Und das kommt zu dem Letzten, worum wirklich so alles geht.
Und das ist die Liebe. Sind wir einig in der Liebe? Und kurz vor Johannes Kapitel 17, in Johannes 13, 34, hat Jesus zu den Jüngern gesagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sehen eine starke Verbindung mit dem, was wir in Johannes 17 gelesen haben. Da hat Jesus betont, sie werdet wissen, dass wir zusammen sind, indem sie unsere Einigkeit da ist. Er betont die Einigkeit zu sagen, dass die Menschen daran erkennen würden. Und hier betont er die Liebe. In Johannes 13. Und wir sehen, wie diese anderen Sachen dazu leiten können, dass die Liebe stirbt. Wenn wir nicht klarkommen in manche theologische Auslegungen, wenn wir nicht klarkommen, wie wir Gottesdienst feiern oder als Gemeinde funktionieren, kann die Liebe schnell sterben. Und wir haben auch dieses schönes Bild in Epheser 4, wo wir sehen, dass wir zu einem Leib gehören. Jeder hat seine Funktion. Und ich glaube, dass das uns dabei hilft, wenn wir an unseren Bruder schauen und wir denken, warum macht er es so? Oder warum tut er es nicht, wie ich es tue? Oder er sollte mehr machen? Oder irgendwas, was vorkommen könnte. Dass wir daran erinnern, ich habe meine Aufgaben im Herrn, ich bin ein Teil im Leib Christi und der Herr gibt mir Aufgaben, er hat seine Aufgaben und solange er in die Heiligkeit wandelt und nach dem Herrn strebt und so, lass die Liebe zwischen uns herrschen. Versteht ihr, was ich meine? Jeder hat seine Aufgaben. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr mich berufen hat, ein Hirte zu sein und ein Lehrer. Das bin ich davon überzeugt. Aber ich kann es nicht, wenn ich nicht in ihm bleibe. Das wissen wir auch. Er ist der Weinstock und ich muss in ihm bleiben, irgendwie wirksam zu sein. Das gehört uns allen, unsere Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen in ihm bleiben, wirksam zu sein, seinen Willen zu tun. Bitte schlage auf Philipper Kapitel 2. Bis 4. Wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ich habe so ein schlimmes Beispiel beobachtet vor einer Woche oder so bei der Bäckerei. Man sieht alle die Schlimmste von Menschen bei der Bäckerei, wie man nicht in einer Schlange so warten kann. So. Und dann, ich habe geschaut, habe gehört, eine Frau fragt die anderen: Hast du nicht gesehen, dass hier eine Schlange gibt? Dann dreht die andere Frau zu. Eigentlich habe ich es nicht gesehen. Und dann, nichts mehr. Der andere kommt wieder: Ja, hast du kein Gehirn? Bist du ein Idiot? Es ist selbstverständlich hier bei einer Schlange. Und du siehst auf beide Seiten. Die eine konnte es nicht einfach lassen und musste auch dass der, sicher machen, dass der andere versteht, du bist so dumm, dass du das nicht gesehen hast. Und der andere, sie hat zugegeben: Ja, ich habe nicht gesehen, war schon zu spät, hat schon bestellt. Es war nicht, dass sie so denn in die Schlange gehen konnte, aber trotzdem, es war nicht diese Demut von: Ah, du hast recht, Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe schon bestellt, Entschuldigung. Es war eher so: Ja, ich habe nicht gesehen. Es war einfach keine Sorry, keine Entschuldigung, kein Demut. Und wenn wir zwei Menschen anschauen, ich hoffe, dass wir danach gläubig waren, ja, da das kein Beispiel für uns ist im Glauben. Das ist ganz das Gegenteil von dem, was wir ausüben sollen. Wir sollten so bereit sein: Ah, ich habe einen Fehler gemacht, Entschuldigung.
Das habe ich nicht gemeint. So bereit sein, das Band der Frieden wiederherzustellen zwischeneinander. Und das ist die Frage, mit der wir uns hier verabschieden können. Wie bewusst bin ich von meinen Mitmenschen, von meinen Mitgläubigen in dieser Gemeinde? Wie viel Interesse zeige ich an die anderen? Inwiefern denke ich an sie irgendwann? Liebe ich sie? Wir haben eure Liebe gespürt in den letzten Wochen, mindestens von ein paar Schwestern, die uns ein bisschen Essen gebracht haben und so. In dem Sinne haben wir auf jeden Fall eure Unterstützung bekommen. Aber es ist so wichtig und es ist eigentlich etwas lebengebend. Man merkt, ich bin am meisten lebendig, wenn ich der Gemeinde Gott diene. Es ist so eine Erfüllung. Man denkt, aber wir sind so in einer Zeit von Individualismus. Alles geht um mich. Was macht mich froh? Wie will ich meine Zeit verbringen? Wie kann ich so viel Geld verdienen, dass ich später nicht arbeiten muss oder irgendwas? Wir sind so herausgefordert bei dieser Zeit, wenn eigentlich was uns freisetzen würde, ist, wenn wir alles abgeben zu dem Herrn. Und uns vor ihm setzen und sagen, Herr, ich will Teil daran haben, was du in der Welt machst. Ich will mein Teil im Leib Christi erfüllen. Ich will mit ganzem Herzen meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde dienen. Egal, ob ich Anerkennung davon bekomme, egal, ob sie es verdient haben oder nicht, egal, ob ich denke, er ist so dumm, er hätte das schon erledigen können oder irgendwas. Nein, ich sehe, es gibt ein Problem, ich setze mich ein und ich helfe meinem Bruder oder meiner Schwester. Lass das in unseren Herzen so wachsen und Friede, die Liebe Christi in uns herrschen. Der Herr sei mit euch. Amen.